Tja, moin zusammen. Eigentlich geht es um das hier. Naja, und da wir in einem Kanal sind, wo wir Akkuwerkzeuge manchmal betrachten, geht es halt um diese Dinger hier. Genau. Fangen wir mal an. Auf dieser Seite hier den Parkside Akku Multischneider PMSA 12A1. Also vom X12 Volt Team. Ja. Dann einen Bosch Xeo. Das Teilchen hier. Ja, wie man sieht, mit eingebautem Akku in einer hübschen Blechdose erhaben geprägt. Das ist schon mal sehr schön. So ähnlich wie die alten Keksdosen oder Blechspielzeuge. Die Frage, was ist das? Blechspielzeug. Ja, diese Bedienungsanleitung hier, die war hier drin sehr schön versteckt. Also man musste das hier richtig schön rausfummeln, während beim Parkside der gewohnte Plastikkoffer da ist. Ja, das sind Geräte, die nur ja, als Multischneider gebaut sind, beziehungsweise als Multischneider taugen. Ganz im Gegensatz zu dem Cutter bzw. Bosch IXO. Da steht es groß drauf. Bosch IXO in der schönen doppelstöckigen Blechdose hier. Na, so draufsetzen und zumachen. Klemmt so ein bisschen. Ja, der wird hier auch per USB aufgeladen. Also nicht auch, sondern als einziger. Der hat auch einen fest eingebauten Akku, während hier X12 Volt Team natürlich der Akku gewechselt werden kann. Wie gesagt, Micro-USB und jo, hier mit diversen Einsätzen und wo wir die Bedienungsanleitungen hier gerade liegen haben. Jetzt kümmern wir uns erstmal um diese Bedienungsanleitungen. So, wir betrachten uns erstmal die Bedienungsanleitungen für diese Multischneider, wie das sich Parkside bei Parkside nennt oder den Cutter bei Bosch. Nochmal, wir haben hier für den Parkside den PMSA 12A1 eine Bedienungsanleitung, die wir lesen sollten. Bei Bosch den Ixeo sollten wir auch lesen und beim ja, hier beim Cutter-Aufsatz für den Ixo sollten wir auch lesen. Darin sind sie sich wenigstens alle einig. Gut, fangen wir also erstmal an mit dem Multischneider Bedienungsanleitung, das ist hier drin und dabei. Und so wird es dann gemacht. Hier muss man also den, ja, im Grunde genommen das Messer, das dabei geliefert wird, mit Hilfe von zwei verschiedenen Imbusschlüsseln wechseln. 12-Volt-System, X12-Volt-Team. Funktionsbeschreibung, das ist für uns erstmal wichtig. Multischneider zum Trennen von Teppichen, PVC, Kartonage, Lederarten, und ähnlichen Materialien mit einer maximalen Stärke von 11 mm vorgesehen. Das hier ist der Lieferumfang, wie gewohnt bei Lidl etwas umfangreicher. Sind die technischen Daten. Ja, aber der Schalldruck 70 dBA ist gering. Also diese Geräte sind keine lauten Teilchen. So. Ja, das Ladegerät, da gibt es auch noch Informationen zu. Es ist alles sehr gefährlich. Nicht? Man sieht das ja hier, viele, viele Seiten. Nur Gefahr, Gefahr, Gefahr. Restrisiken, klar. Akku aufladen, auch klar. Trennscheibe montieren und wechseln, das ist etwas komplizierter. Das werden wir uns gleich bei Bosch mal angucken, wie einfach das geht. Also wer das gerne mag, kann sich das mal durchlesen, stoppen, nicht, was man da alles machen muss. So, ich denke, das ist ja
erkennbar. Ein- und Ausschalten, Verletzungsgefahr, verbrauchte Akkus, alles okay. Im Grunde genommen, Arbeitsweise, arbeiten Sie grundsätzlich und so weiter. Gerät soll nicht so stark belastet werden, dass die Trennscheibe zum Stillstand kommt. Das soll man nicht machen. Halten Sie dünne Materialien gespannt und arbeiten Sie langsam mit geringem Druck. Zeichnen Sie Schnittpfade an, Schnittlinien, Markierungen. Also im Grunde genommen heißt es hier auch, ja, musst du dir deine Arbeitsweise so ein bisschen selber erarbeiten. Gut, wer hat das Ganze konstruiert? Das waren die Grizzlies. Und damit gehen wir weiter zu dem zweiten Gerät, das wirklich nur als Multischneider konstruiert worden ist, nämlich der Xeo von Bosch. Und hier sieht man, wie schön einfach das ist. Also aufladen, klack hinten rein, bedeutet also keine wechselbare Batterie, fest eingebaut der Akku, Entschuldigung. Und hier das Werkzeug einfach, Schraube los, Messer raus, neues Messer rein und tschüss. Allgemeine Sicherheitshinweise und so weiter. Und hier haben wir den bestimmungsgemäßen Verbrauch. Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Schneiden von flexiblen, weichen Materialien bis zu 6 mm wie Teppich, PVC, Karton, Lederarten, Stoffe und ähnliche Materialien. Und 66,5 dBA. Montage, hier kann man sich mal angucken. Das Gerät, achso, hier Schneidleistung, hier Akkuladung, das ist mal interessant. 50 Meter bei 6 mm Teppich verstärkt. Das werden wir jetzt nicht ausprobieren, das wäre dann ein bisschen viel. Ne? Aber eine Ladezeit von 3 bis 5 Stunden. Arbeitshinweise. Ne? Belasten Sie das Elektrowerkzeug nicht so stark, dass es zum Stillstand kommt. Das kennen wir auch hier vom Parkside. Und so weiter. Schneidleistung, Elektrowerkzeug hält ab von den zu schneidenden Materialien und Ladezustand des Akkus. Wen wundert's? Ein überholter Vorschub mindert je nach Akkuladung erheblich das Leistungsvermögen. Ja, die Führungskufe darf beim Schneiden nicht verkanten und muss parallel zur Schnittfläche ausgerichtet sein. Dünne Materialien können beim Schneiden in das Elektrowerkzeug eingezogen werden und verklemmen. Drücken Sie deshalb bei diesen Materialien nicht zu stark, um gut schneiden zu können. Halten Sie beim Schneiden auf Spannung und schneiden Sie langsam. Also, mit einer Hand muss ich das Werkzeug führen, mit der anderen muss ich das irgendwie auf Spannung halten, aber ich soll nicht vor das Werkzeug greifen. Das wird interessant. Ja, optimale Schnittergebnisse können Sie am besten durch praktische Versuche ermitteln. Hier der letzte Satz, wo mein Daumen ist. Und tja, mit anderen Worten heißt das, sieh zu, wie du damit am besten klarkommst. Okay. Und dann haben wir hier für den Xeo, ja, den kleinen Xeo, der mit mehreren Vorsatzwerkzeugen geliefert wird, der erstmal sich hier per USB aufladen lässt und mit mehreren Vorsatzwerkzeugen geliefert wird, was ich übrigens auch mal vorgeschlagen hatte hier für den Bosch U-Series. Das Teil, das so teuer ist, das bitte doch mal mit so wechselbaren Aufsätzen versehen. Das wäre doch mal eine Idee, um irgendwie diesen Preis zu rechtfertigen, oder? Gelle. Also, die können das und haben dann, und zeigen das auch, wie man das macht, ne? Einfach klick, klack, fertig, aus. Aber wir sind jetzt in erster Linie unterwegs hier mit dem Cutter-Aufsatz. Da gibt es nämlich einen separaten dafür, den man auch separat kaufen muss. Während die anderen Aufsätze, die sind teilweise in so einer Blechdose in einem Set zu erhalten. Und dieser Cutter hier, das ist auch eine interessante Geschichte. Einfach abnehmen, draufklicken und zum Abnehmen entriegeln, abziehen, die Kappe wieder drauf und fertig. Und das ist der Werkzeugwechsel. Losschrauben. Dieses Gezahnte, das andere, die sind ja so achteckig oder was. Das ist hier gezahnt. Dieses Werkzeug oder dieses Messer einfach abschrauben und fertig. So, und hier einfach auf die Laufrichtung achten, dass das eben nach vorne geht. Jo. Also nach vorne anzeigt. Gewicht
Gewicht, der Schneidaufsatz 150 Gramm. Das ist hier die Komponenten. Bestimmungsgemäßer Gebrauch, genau, das wollte ich noch kurz zeigen. Das ist das gleiche wie bei dem Xeo hier. Na, in Verbindung mit dem Akkuschrauber XO bestimmt zum Schneiden von flexiblen weichen Materialien bis zu einer Stärke von 6 mm wie Teppich, PVC, Karton, Lederarten, Stoffe und ähnliche Materialien. Nur für den privaten Gebrauch, das stand bei dem Xeo, glaube ich, nicht drin. Und privater Gebrauch war auch nur hier bei dem Multischneider. Xeo, ja, würde ich aber auch nicht gewerblich einsetzen. Dafür ist wahrscheinlich die Leistung zu gering. Ja, was gibt es da sonst noch? Schneidaufsatz aufstecken, abnehmen, Demontage. Kann man sich dann gerne mal durchlesen, wenn man möchte. Wartung und Service. Die Service-Adressen hier und dann geht es schon weit mit Englisch los. Das ist also Deutsch und der ganze Rest ist anders. Tja, anders scheint es wohl nicht zu gehen. Also diese dicken Dinger hier, die sollte man vielleicht vorher mal lesen. Und damit sind wir durch mit den Bedienungsanleitungen und jetzt geht es weiter mit den Maschinen. Ja, das wohl multifunktionalste Gerät ist der Bosch XO. Der hat hier die Möglichkeit, wenn man diese Kappe abnimmt, die übrigens zwei verschiedene Modi erlaubt, um zu die Beleuchtung hier weiterzuführen. Einmal hier so ein Leuchtstab oder ein Glasstab und hier einmal so ein, ja, ich sag mal, Beleuchtungsfeld. Einmal so und einmal so aufsetzen. Aber das für uns Interessante ist nicht der Exzenter und auch nicht das Winkelgetriebe, sondern der Cutter. Der wird einfach hier drauf geklickt, nachdem man ihn schön fixiert hat. Das ist ein Innensechskant hier und dann muss man zusehen, dass der eben in die Vorwärtsposition geht und damit kann er dann auch schneiden. Hier wird auch gezeigt, okay, das ist die Drehrichtung des Messers. Also so geht's dann los. Der Bosch Xeo hat nur eine Drehrichtung. Klar, weil er ja auch nur eine Funktion hat. Ja. Auto Sharp, an dieser Kante hier wird das dann immer geschärft. Der dreht es auch nur in eine Richtung. Ja, und zum Schluss der Parkside Akku Multischneider. Der ja, geht auch nur in eine Richtung mit einer Geschwindigkeit. Aber was wir hier gerade noch mal schnell erkunden wollen ist, kann der auch mit anderen Akkus, nicht mit anderen Systemen, sondern das ist hier das das X12-Volt-Team, hier mit einem Mittelkontakt, das ist ein Akku ohne Mittelkontakt, das geht. Und dann haben wir hier den großen 4 Ampere-Stunden Akku und auch das geht. So, alle Akkus sind jetzt erstmal vollgeladen und ich denke mal, jetzt können wir eigentlich hier schön mitarbeiten. Was verarbeiten wir? Wir haben ja in der Bedienungsanleitung oder bei der Besprechung der Bedienungsanleitung gehört, eigentlich weiche Materialien. Naja, da fangen wir zunächst erstmal an mit einer normalen Zeitung. Dann mit einem ja, mehr oder weniger gehaltvollen Magazin. Dann haben wir hier auch noch ja, eine Plastikverpackung und noch eine Plastikverpackung. Also so eine dünne Luftpolsterfolie, eine etwas dickere Luftpolsterfolie. Dann haben wir hier von Amazon dies ja, 1,5 mm starke Pappe. Dann haben wir hier eine etwa ja, knapp 2,5 mm starke Pappe. Etwa 2,5 mm. Dann haben wir hier eine Pappe. Die Pappe ist etwa 3 mm stark. Und dann haben wir da noch eine Pappe, die ist etwa
mal 4 mm stark, 3,5 mm stark. Das ist aber noch einfach gewählt. Dann haben wir hier eine Pappe, die ist doppelt gewählt. Die ist dann so in etwa 5 mm stark, hier zumindest ja, 6 mm. Übrigens von der Firma Stahlwerk. Da ist ein Bohrhammer drin gewesen, also mit Schweißgeräten. Wie man das sieht, sind die ganz gut zusammen. Aber der Bohrhammer, das ist genau das für Makita-Teilchen, was ich auch mal gezeigt habe. Nicht von Stahlwerk, sondern von jemand anderem. Und das qualifiziert also die Firma Stahlwerk als einen China-Kistenschieber. Nicht Schlepper, Schieber. Ja, und verpackt haben die nicht diesen Bohrhammer, sondern etwas ganz anderes. Hier in dieser tollen Luftpolsterfolie, es geht eine Schlange, Luftpolsterfolie bis hier unten hin. Und zwar für was? Naja, für das hier unten. Und zwar Schraubzwingen. Ja, diese Schraubzwingen mit den 150 mm Klemmarmen, ja, die mussten eben dazu sein, so lang sein, weil ich die von der Seite hier anbringen wollte, nicht von dieser Seite. Und ja, das reicht so gerade, dass die USB-Platte hier auf dem Tisch festgeklemmt wird mit einer Konterleitung. Tja, hat alles seinen Sinn, aber Schraubzwingen in Luftpolsterfolie habe ich noch nie gesehen. Weiter geht's mit einer Pappe, ebenfalls doppelt gewählt. Die ist ein wenig stärker als die hier oben, also so ungefähr 6 mm. Und dann haben wir hier eine Pappe, die ist aufgedoppelt. Die sind etwa 11 mm stark, wenn man die so misst. Dann haben wir, Moment, gerade nochmal nachmessen. Das irgendwie auch, ja, kann man so sehen, ne? Vielleicht hier, ja, in etwa 11 mm. Und ja, das ist genau das Kaliber, das hier der Parkside beackert. Die 6 mm Sachen beackern die beiden Bosch. Über die Amazon-Kisten haben wir schon gesprochen. Dann haben wir hier ein kleines Sektkistchen und ein bisschen was vom Steam Brew. Klar, und dann kommen die eigentlichen Kaliber, die wir mal hier beackern. Und zwar dieser Teppich hier, dann Teppich aus dem eigenen Bestand, auch so in der Richtung. Ja, ja, und aus dem eigenen Bestand auch Klamotten, Stoff, gewaschen selbstverständlich, aber vorher werden wir nochmal versuchen, PVC, das ist so ein dünnes Zeug hier, etwas elastisch, vielleicht kann man das auch schneiden. Und tja, dann Stoff, ne? Eine alte Schlumperhose, drei verschiedene Sorten von Socken und ein altes T-Shirt, das komischerweise beim Waschen immer mehr eingeschrumpft ist. Ja, weiß ich auch nicht, warum das so ist. Das ist doch mal eine Versuchsanordnung. Da kann man doch was mitmachen, hoffe ich jedenfalls. Ich denke mal, der Moritz wird sich da auch drüber freuen. Warum Moritz? Ja, alle Löchern an ihn, weil er war ja der Stifter, nicht Spender, sondern er hatte die Idee und hat mir diese drei Multischneider mal eingepackt und gesagt, ja, mach doch mal. Er zu Hause hat viel Kartons und schnippelt die klein und so weiter. Und ich habe die bei mir, ich habe sowas noch nie gebraucht. Ich hatte immer hier Schere oder Cuttermesser. Ja, nur Cuttermesser wird natürlich ziemlich schnell stumpf, wenn du da an diese Kartons rangehst. Und tja, jetzt wollen wir mal sehen, wie sich diese Dinger hier halten. Er hat mir das Ganze, wie gesagt, leihweise überlassen. Und irgendwann werden wir uns wieder treffen, dann wird er die wieder mitnehmen. Und ich habe ihm gesagt, so, das Wetter ist so wunderschön. Ende März 2022, knallwarm. Das müssen wir jetzt einfach mal ausnutzen, um hier so ein paar Sachen klein zu schnipseln. Worüber meine Partnerin ja auch
nicht gerade unfroh ist. Natürlich den Teppich, den lassen wir im Großen und Ganzen so. Aber der Rest kann eigentlich weg und klein gemacht werden. Ja, und dafür sind diese Teile da. Und jetzt sollen sie mal zeigen, was sie können. Wir fangen an mit dem XO, dann gehen wir zum XEO, dann macht der Parkside jeweils alles durch. Und zwar, wir fangen an erstmal mit unseren Amazon-Kartons, beziehungsweise hier mit der Versandtasche. Zunächst mal. Ja, kein Problem. Das geht wirklich sehr, sehr schön. Dann der XEO. Schafft er auch die doppelte. Ja, der schafft auch die doppelte. Der XO auch. Ja, geht so, ne? Also das ist dann schon eine Menge eigentlich. Der Parkside, der darf sich ja auch noch mal beweisen. Und zwar auch hier. Oh. Deutlich schneller, deutlich agiler. Das hat man gesehen. Also wenn einer das richtig, richtig gut kann, dann ist das der. Der scheint mir also mit diesen Sachen hier schlicht und ergreifend unterfordert zu sein. Ganz normales Papier schneiden. Und zwar erstmal einfaches Papier. Okay. XEO. Okay, Parkside. Yep. Wo ist das Papier? Ja. Das ist also vierfach. Auch und der XO. Auch kein Problem. Jetzt haben wir hier noch die etwas dickere Verpackung von Amazon. Wollen wir mal gerade hier so ein Stückchen abschneiden. Also, das ist überhaupt kein Thema für den großen Parkside, dann der XO, und der XEO, okay, also die Amazon-Verpackungen lächerlich. Achso, ja, wir haben jetzt ja hier, Moment, wir haben jetzt ja hier noch die Zeitschrift. Genau, auch kein Problem. Dann haben wir eine Seite mehr. Ja, drei Seiten. Und er hier müsste eigentlich nur ein halbes Heft schaffen. Ist ja eigentlich nun gar kein Problem für ihn. So. Etwas mehr als ein halbes Heft. Auch kein Thema. Kriegt er den Ganzes durch. Er kriegt auch ein Ganzes durch.
Und die anderen? Na ja. Mit Mühe. Nein. Nee, das ist nicht so ganz deren Welt. Ja, Reformer nochmal. Das war hier so etwa 3 mm. Dieser Karton hier, hier schafft das, der XO-Aufsatz, dann der Theo und was der Theo schafft, schafft der Parkside locker. Ende aus Nikolaus. So, dann etwas dickere Geschichte mit 4 mm hier. Da nehmen wir gerade hier vier Millimeter mit dem XO. Das geht mit dem XEO. Also man muss jetzt schon feststellen, der XEO, der Spezialist, etwas mehr Umdrehungen hat, der ist etwas munterer als der XO. Gut, ist ja auch kein Wunder. Jetzt geht's aber weiter mit, genau. Das ist hier dann gut 6 mm, das ist dann eigentlich die Grenze für die Kleinen. Ich habe ja gesagt, das ist die Grenze für die Kleinen. Der hier ist, der saugt sich das Ganze so ein. Jetzt wollen wir mal sehen. Also dauernd möchte ich das mit dem Teil hier nicht machen. Das ist wohl zu viel. Oder grenzwertig, sagen wir es mal so. Ja. Daran merkt man also ganz deutlich, der Spezialist hier, der kann das besser als der Generalist. Jetzt geht's los mit dem ultimativen. Ja. So, jetzt gucken wir mal hier. Das sind etwa 11 mm. Das ist dann etwa die Grenze dieses Gerätes hier. Schauen wir mal. Das geht. Teil, das geht sogar. Und die hier, tja, die dürfen damit eigentlich nicht mehr klarkommen. Ich versuche trotzdem mal. Ne, der passt hier auch schon gar nicht rein. Also er kann den hier abschneiden. Das ist in Ordnung. Aber auch er hier kriegt diese 11 mm da gar nicht rein, sondern er kann die 6 mm abschneiden, aber mit dem gedoppelten hier ist er überfordert. Naja, ist ja auch kein Wunder, aber Test heißt deswegen Test, weil man das testen will. Gut, ja, dann haben wir schon viele, viele Sachen weg. Ja, eine Geschichte wollten wir ja noch machen, und zwar ja, dieses Kunststoffteilchen hier. Mal gerade sehen, ob der dann da auch
durchgeht. Ist ja auch flexibles Material. Ne? Gemäß Spezifikation. Kein Problem. Kein Problem. Da muss man mal zusehen, dass er da nicht sich zu schnell reinfrisst. So. Also da ist eher der Bediener der limitierende Faktor, weil der frisst sich sehr schnell da rein. Und da muss man eben aufpassen, dass das dann nicht zu schnell für einen ist. Also ein bisschen Leichtpappe müssen wir das machen. Eher weniger, das ist ja ne, ein wunderschöner Sekt, finde ich toll. Genau, aber das ist ja für den hier kein Problem. Und hier ist wieder das Problem, dass er zu schnell ist. Richtig. So, zack, zack, zack. Jetzt haben wir hier diese Versandtüten, in denen viele Sachen hier aus China kommen. Moment, das ist der kleine. Okay, aber auch eine doppelte Tüte ist kein Problem. Dann dürfte das für ihn hier das Rest kein Problem sein. Und für ihn sowieso nicht. Sehr schön. Kunststoff geht also auch. Ja, dann der Kram hier sowieso. Das heißt also diese normalen Plastikverpackungen. Ja. Normalen Plastikverpackungen von Flaschen. Und ja, das frisst sich einfach so durch, ist auch kein Thema. Jetzt die etwas dickere Luftpolsterfolie. Ich nehme sie hier gleich zweifach. Das geht. Die hier auf. Genau, und ihn hier brauchen wir mit so etwas, glaube ich, nicht zu behelligen. Das heißt, wir können sie mal richtig dick machen. Gucken, was er dann dazu sagt. Ja, das einzige Problem ist, dass man das natürlich dann stabil hält, bis das dann nicht ausweicht und möglicherweise dann auch noch hier in da irgendwie drum wickelt um die Achse. Dann wollte ich mal hier diese tolle Verpackung mal zerschnitzeln. Mal gucken. Da fangen wir mal hier mit dem Kleinen an. Dann der nächste. Ja, um ja, diese Luftpolstertaschen da reinzubekommen, da muss man natürlich sich schon ein bisschen anstrengen. Und jetzt kann er hier mit seinem großen Einzug natürlich viel besser machen. Der kommt dann da besser rein. Gut. Jetzt geht es um die etwas vielleicht anspruchsvolleren Sachen, nämlich Teppich und Klamotten. Womit fangen wir an? Ich glaube, der Teppich ist der schwierigste. Gehen wir erstmal mit den kaputten Socken. Das ist die kleinste Qualität. Und mal sehen. Wir fangen noch mit dem kleinsten an hier. Ja, schneiden kann er. Warum? Ja, damit man mal Putzlappen daraus machen kann. Ne? Ja, das sind dann hier wieder, das kommt dann so da dazwischen.
Also es ist eher für steifere Materialien und für längere Schnitte. Mal gucken, wie er das hier macht. Ja, er hat hier keinen Zwischenraum. Er hat hier keinen Zwischenraum zwischen dieser Konterkante und diesem Auflauf, dieser Auflaufbühne da oder diesem Haken. Mal gucken, dass er hier vielleicht besser mit klarkommt. Ja. Okay. Das geht besser. Und er hier, ja, er ist auch besser konstruiert. Der läuft da ohne. Ja. Das mit dem Schneiden, das ist so eine Sache. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, ne? Ja, das sitzt dann hier da drin fest und muss dann irgendwie rausgefummelt werden. Also, ja, das ist nicht das Schönste. Das ist, glaube ich, nicht so sein Beritt. Da sind die anderen vielleicht besser. So, wollen wir das dann hier nochmal versuchen mit? Nein, absolut nicht. Das ist. Nee. Das kommt dann hier dazwischen. Dafür ist der nicht geeignet. Also der schafft es hier am allerbesten. Da kann man schon mal einen schönen Putzlappen draus machen. Der ist leider zerfleddert durch ihn hier. Wollen wir das nochmal gerade mit ihm hier machen, also Xeo. Klasse, wirklich gut. Schöner Putzlappen. Ich denke, da werde ich erstmal ein paar Putzlappen damit machen. Genau, sehr gut. Jetzt geht es hier um ein T-Shirt. Und das müsste ja eigentlich ähnlich kompliziert sein. Scharf ist es schon, nur man muss es natürlich irgendwie auch festhalten können. Mal einen Ärmel abtrennen, wie das so geht. Ja, nicht so schön. Damit. Aha. Das geht zumindest. Ja. Auch was Putzlappen ähnliches. Nochmal hier mit dem Ärmel abtrennen. Hat er wieder die gleichen Probleme. Das Ganze geht nicht weit genug. Also das Einzige, was sich hier überlappt, das ist wirklich dieses Gegeneisen mit der Schneide, während das hier weiter nach hinten geht und sich deswegen, wird warm, deswegen das auch nicht verfängt. Ja, und hier, wie gesagt, der Haken da drin. Ja. Also nochmal. Wunderbar. Also für Stoffe, für Putzlappen
wirklich gut geeignet, ja, ärmellose T-Shirts herzustellen. Das geht auch sehr schön. Damit machen wir dann hinterher vielleicht mal weiter. So, jetzt geht es um Hosen. So, hier vielleicht mal ein Hosenbein kürzer machen. Das mal auftrennen. Mal sehen, vielleicht klappt das mit den Dingen hier. Ja, man sieht also, das hakt sich nach wie vor hier hinten fest. Hier einwandfrei, lässt sich gut ziehen, wirklich hervorragend. So, mal gucken, ob man das hier auch irgendwie, ja, kürzer machen kann. Der verhakt sich hier wieder, also das hat überhaupt keinen Sinn. Mit dem Kollegen hier. Ja. Also da bleibt wirklich nur für Klamotten, Putzlappen machen und so. Der hier, das geht wirklich sehr, sehr schön. Alles andere. Kannst du eigentlich vergessen. So. Ja, da können wir noch weiter dran arbeiten. So, und jetzt geht's an eine der Kernkompetenzen dieser Geräte, an den Teppich. Fangen wir mal wieder mit dem XO-Vorsatz an und mit dem mitgelieferten Teppichstück. So. Dann XEO. Deutlich besser. Noch viel besser. Ja, also. Das ist wirklich klasse. Da kann man sicherlich Meter machen. Apropos Meter machen. Wir schneiden jetzt mal hier so ein bisschen was von ab. Mal gucken. Wow. Einwandfrei. Zack, zack, zack. Geht das. Aber hier hinten sammelt sich ganz schön Dreck an. Ne? Also. Das muss man dann noch mal extra reinigen. So, XO. Auch dort, aber und jetzt er hier, Bosch XEO. Ja, auch hier reichlich. Also dieses ganze Krümelige, das liegt doch wohl an dem doch sehr, sehr billigen, sehr krümeligen Material dieses Teppichs hier. Fazit. Also, von allen Schneidern, Multischneidern, ist der mir doch für einfache Sachen, um Lappen zu machen, Stoff zu schneiden und solche Geschichten, ist der mir der liebste. Leider kein auswechselbarer Akku. Schade drum. Aber er bleibt nicht hängen.
schneidet flotter durch. Ja. XO ist eben ein Aufsatz, ist eigentlich für andere Sachen gebaut worden, aber ich sag mal, für noch leichtere Sachen, dünnere Pappe und solche Geschichten, mit Sicherheit auch eine feine Sache, ganz einfach abzunehmen und dann geht's weiter und ansonsten draufklicken, fertig. Für die gröberen Sachen, die steifer sind, wo es mal eben schnell gehen muss, klar, der sieht nicht nur groß aus, der kann auch groß leisten, muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir dann bei dem Ding am besten. Für die gröberen Arbeiten, er hier, ne, wo du wirklich eine steife Unterlage hast, auch dickere Pappe, ganz klar den hier, auch wegen den auswechselbaren Akkus sowieso. Ihn hier für Stoffe, dünnere Sachen, wirklich eine tolle Sache. Und da hakt sich nichts fest, das geht einwandfrei durch. Und der hier, naja, ist eben ein Aufsatz. Ich weiß nicht, wie viel der Aufsatz selber kostet, wenn der ungefähr so viel kosten würde. Ich glaube, ich habe da was im Kopf gehalten, wie er hier als Spezialist, dann würde ich immer den Spezialisten nehmen. So ist das nun mal. Jeder hat so seine guten und schlechten Seiten. Ich hoffe, ihr könnt etwas mit dieser kleinen Vorstellung anfangen und meinen herzlichen Dank nochmal an den Moritz, dass er auf diese Idee gekommen ist, mir mal diese Geräte zur Verfügung zu stellen und so weiß ich jedenfalls, wie ich meine Putzlappen in Zukunft machen kann. Dankeschön.